Guten Morgen, du wundervoller Mensch. Ein neuer Tag hat begonnen und die Macht, die Chancen an diesem Tag zu ergreifen, liegt in deinen Händen. Jeden Morgen, wenn wir die Augen öffnen, strömen all die Gedanken, Probleme und To-Dos in unser Hirn. Das kann oft sehr überwältigend sein und die Laune am Morgen runterdrücken. Durch ein konstantes Morgenritual kannst du dein Gehirn trainieren, sich mit Augenaufschlag positiv zu polen. Wir beginnen mit meinem Morgenmantra, das du gerne übernehmen darfst. Setze dich aufrecht hin und atme einmal tief ein und aus. Bringe die Hände vor dein Herz und wenn du magst, kannst du so wie ich ein Kristall zwischen den Händen halten. Lausche nun aufmerksam meinen Worten und sprich sie leise im Geiste nach. Ich bin ein wunderbarer Mensch und verdiene wundervolle Dinge. Mein Leben ist reich an Schätzen, für die ich dankbar bin. Ich strahle voller Liebe, Liebe für mich selbst und für andere. Ich lasse die Vergangenheit ruhen und konzentriere mich auf das Jetzt. Durch Freude und Leid habe ich gelernt und bin gewachsen. Meine Praxis tut mir gut und stärkt mich. Ich bin dankbar für meinen Körper und behandle ihn mit Respekt und Liebe. Es gibt keinen Grund, mich mit anderen zu vergleichen. Meine Ziele sind für mein Wachstum. Jeden Tag werde ich zu einer besseren Version meiner selbst, damit ich weiterhin Gutes zu dieser Welt beitragen kann. Ich bin dankbar für jeden neuen Tag und starte jeden Tag mit Liebe und der Möglichkeit, weiter zu wachsen. Mit einer tiefen Ausatmung lässt du dein Mantra gehen und schließt sich die Hände. Bleibe hier einen Augenblick sitzen. Lass die Worte nochmal nachwirken. Öffne sanft die Augen. Strecke dich nochmal lang, gerne wenn du magst. Nimm dieses gute Gefühl mit und mach dich bereit, den neuen Tag zu begrüßen. Bevor ich auf die Matte gehe, mache ich mir erst einen Kaffee, begrüße den Morgen, dann rolle ich die Matte aus, zünde Kerzen an und mach mir den Morgen so gemütlich wie möglich. Schau, wie du dir hier deine eigene persönliche Morgenatmosphäre schaffen kannst. Mache jeden Morgen zu deinem Morgen, zu deiner ganz persönlichen Zeit. Setze dir Ziele für den Tag. Überlege dir, wie du dich fühlen möchtest den ganzen Tag über. Kultiviere dieses Gefühl, noch bevor du den alltäglichen Aufgaben nachgehst. Lass uns beginnen. Wir starten hinten auf der Matte im Schneidersitz. Komme hier erst einmal auf deiner Matte an. Lasse die Augen ruhig noch geschlossen. Dann tiefe Einatmung, heb die Arme über den Kopf. Ausatmung, bring die Hände vor dein Herz. Lege nun die Hände in deinen Schoß und bleibe hier mit geschlossenen Augen sitzen. Wir machen eine kleine Mini-Meditation, um ganz sanft in unseren Yoga-Flow zu starten. Horche in dich hinein, spüre, wo die Müdigkeit vielleicht noch sitzt und was du sonst noch so fühlst.
Konzentriere dich auf den Bereich zwischen deinen Augen. Bleibe ganz klar, fokussiert auf deine Atmung und Körper. Nächste Einatmung, heb die Hände an über den Kopf. Ausatmung, bring die Hände vors Herz. Dann lasse eine Hand oben auf deiner Brust, die andere legst du auf deinen Bauch. Wir beginnen mit der Einatmung in den Brustkorb, in die Rippen, in den Bauch und Ausatmung, lass die Luft raus, Bauch, Rippen, Brust. Atme hier weiter so in deinem Rhythmus. Lege die Hände nun auf deine Knie, dann roll die Schultern über die Ohren und zurück nach unten. Wenn du verspannt bist, dann spüre ganz genau, wo die Verspannung sitzt. Bringe die Schultern wieder in Stille zurück und dann senke sanft deinen Kopf nach unten Richtung Brust. Du verschränkst die Hände hinterm Hinterkopf und ziehst die Ellenbogen nach unten, gleichzeitig den Kopf näher an die Brust heran. Dadurch hast du eine intensive und angenehme Dehnung im Nacken. Löse die Hände nun wieder, bring sie zurück auf die Knie, sitze aufrecht. Dann blick zur rechten Seite, strecke hier den Hals nicht zu weit nach rechts, sondern nur ganz leicht. Einatmung in die Mitte kommen. Ausatmung, Seite wechseln, zur linken Seite schauen. Bring den Kopf nun wieder in die Mitte zurück, dann lasse dein rechtes Ohr zur rechten Schulter fallen. Die Schulter bleibt dabei unten. Wenn du möchtest, gebe dir hier eine Massage. Massiere dir hier die ganze Verspannung und den Schlaf heraus. Das linke Ohr zur linken Schulter fallen lassen. Hier bleibt die Schulter unten. Wenn du magst, massiere dich. Rolle die Schulter noch einmal nach hinten und unten. Dann beginne hier mit dem Kopf Kreise zu ziehen. In die eine und auch in die andere Richtung. Pendel dich nun wieder ein, dann stell die linke Hand links zur Seite auf, der rechte Arm zieht zur linken Seite. Die Finger bleiben aktiv, beide Pobacken auf der Matte. Tiefe Einatmung in die Seite, Ausatmung Seite wechseln. Strecke dich lang, atme tief in die Seite hinein. Komm wieder hoch in die Mitte. Verschränk die Hände hinterm Rücken, zieh die Arme lang, die Schulterblätter zueinander hin. Der Kopf ist gerade und nicht überstreckt. Öffne das Herz schön weit nach vorne, atme tiefe frische Luft ein. Bring die Hände nun wieder zurück auf die Knie, dann öffnen wir uns mit der Einatmung nach vorne. Ausatmung, die Schultern rollen über die Ohren und dann gehe ich in den Buckel, Kinn zur Brust heranbringen. Einatmung, Schultern rollen nach hinten und unten, öffne das Herz nach vorne. Ausatmung, wieder zurück in den Buckel kommen. Einatmung, noch einmal öffnen. Ausatmung, komm wieder zurück. Bewege nun deine Wirbelsäule, so wie es sich für dich heute Morgen am besten anfühlt. Geh in die Öffnung und in den Buckel zurück. Du kannst achten drehen, weit nach vorne, weit nach hinten oder kleine Bewegungen, ganz wie du magst, wie sich's gut anfühlt. Die Bewegung ist intuitiv. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und dann komm auf alle Viere nach oben. Die Hände sind unterhalb der Schultern. Die Knie genau unter den Hüften. Eine Atmung, lass den Bauch sinken, öffne das Herz nach vorne in die Kuh. Ausatmung, Wirbel für Wirbel, am Schluss kommt der Kopfwirbel hinzu, schiebst du dich zurück in die Haltung des Kindes. Einatmung, rolle dich wieder auf alle Viere,
und dann bewege deine Wirbelsäule in alle Richtungen. So wie eben, ganz intuitiv, ganz geschmeidig, nach deinen Vorlieben. Du kannst dich auch bis nach ganz hinten schieben in die Haltung des Kindes oder nach ganz vorne kommen, schon in den heraufschauenden Hund. Dann setze dich wieder auf in den Fersensitz. Die Knie kommen mattenbreit auseinander, die Hände ziehen nach vorne. Komm in die breitbeinige Haltung des Kindes, wippe mit der Hüfte zur Seite. Bring Öffnung und Bewegung in deine Hüfte. Einatmung, setz dich wieder auf, bring die Arme über den Kopf. Und dann greife hier dein linkes Handgelenk, ziehe dich zur rechten Seite, linke Pobacke bleibt unten. Strecke hier richtig schön lang, zieh den Arm richtig raus. Dann wechseln wir die Seiten. Mit viel Kraft ziehst du den Arm in die Länge, gehst in die seitliche Dehnung hinein. Sehr schön. Komm in die Mitte zurück, wandere mit den Händen nach vorne, bring die Knie wieder hüftschmal auseinander und dann von hier die Hände nach vorne an den Anfang der Matte. Hüfte bleibt oberhalb von den Knien, alles was du machst, ist hier den Oberkörper nach unten Richtung Matte zu sinken, in die Haltung des Welpen. Genieße die schöne Öffnung durch den gesamten Rücken hindurch. Du kannst den Kopf auf die Stirn ablegen oder zur Seite, wie du magst, wie es für dich heute Morgen am bequemsten ist. Komm wieder etwas höher, dann fädle deinen linken Arm unter dir hindurch und lege dich auf der linken Schulter ab. Der rechte Arm streckt nach hinten um den Rücken herum. Greife hier den Oberschenkel, um dich festzuhalten. Dann wechseln wir die Seiten, Hälfte mit der rechten Hand nach oben, streck den rechten Arm aus, leg dich auf die rechte Schulter. Der linke Arm kommt einmal herum, hinter den Rücken entlang. Stell die Hände wieder auf. Geh noch einmal in die Haltung des Welpen zurück, gehe über den Vierfüßlerstand und bringe dann dein rechtes Knie zum Daumen der rechten Hand. Bevor wir die Pose genießen, setzen wir uns hier erst einmal richtig hin. Das Bein hinten ist gerade, die Hüften waagerecht und schau einmal, wenn du Knieschmerzen hast, ob du dich vielleicht auf die Ferse besser setzen kannst. Du kannst dir auch immer ein Kissen unter den Po schieben, um es dir einfacher zu machen. Finde deine Variation. Und dann, wenn du soweit bist, Einatmung, öffne erst das Herz nach vorne. Ausatmung, leg dich hier auf die Ellenbogen ab. Atme tief in die Öffnung der Hüfte hinein. Versuche, die Muskeln dabei zu entspannen, sodass wirklich nur die Öffnung und die Dehnung zu spüren ist. Jede Ausatmung lässt du los. Einatmung, komm wieder nach oben und wir wechseln die Seiten. Lege das linke Knie zum Daumen der linken Hand ab. Finde hier wieder deine Position, deine Variation. Einatmung, öffne dich nach vorne. Ausatmung, leg den Kopf auf deine Arme ab. Tiefe Atmung, ganz fokussiert bleiben auf den Körper. Jede Ausatmung lässt du lockerer, lässt den Körper sich mehr und mehr öffnen. Löse langsam die Pose wieder. Komm Stück für Stück ganz sanft nach oben. Setze dich in die Mitte der Matte hin und bring die Füße mit den Fußinnenflächen aneinander. Sitzen hier im Baddha-Konasana, den Schmetterling. Die Knie fallen nach rechts und nach links.
Die Oberschenkel sind entspannt. Beginne mit den Flügeln zu wackeln. Und dann pendel dich langsam wieder ein. Setze dich in den Schneidersitz auf. Hier rollen wir die Schultern noch ein paar Mal über die Ohren und nach unten. Dann Einatmung, heb die Arme über den Kopf. Ausatmung, bring die Hände vor dein Herz. Spüre dein Herz schlagen. Sei dankbar dafür, dass du deinem Körper heute Morgen was Gutes getan hast. Gehe mit den besten Intentionen in diesen Tag hinein. Alles ist möglich. Einatmung, Arme über den Kopf. Ausatmung, Hände zwischen die Augen für positive Gedanken. An die Lippen für Worte der Freundlichkeit. Und zum Schluss ans Herz für Liebe und Frieden. Namaste. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wenn du deine eigene Morgenroutine machen möchtest, dann denke daran, die Magie liegt in der Konstanz. Bis ganz bald.